going down for real. So, herzlich willkommen zum Let's Play. Mein Name ist der WoopieLB und wir starten einfach mal mit Battlefield Hardline. Ja, endlich mal mit PZ. In anderen Episoden wie Battlefield Singapur habe ich keinen Headset gehabt. Jetzt aber Hardline geholt und mit Headset. So, wir fangen an. Ich mache mal Mittel, weil Mittel ist immer besser, Hardcore nicht so. Okay, machen wir Mittel. Ganz einfach, um die Prolog auch noch. Ach, bei Battlefield, doch, bei Battlefield 4 gab es auch einen Prolog, genau. So. Ich bin jetzt Prolog. So. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Und das bin, glaube ich, wir. Nicholas Mendoza. Scheiße. Ja, wenn ich schieße ins Knie, hast du es wirklich richtig verkackt. Wenn du noch laberst. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy. Bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das ist schöner Spruch. Funktioniert. Genießt die Fahrt, Detective. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht der Anfang. Ach, Miami, Florida. 3 Jahre zuvor. Mit anderen Haaren, vergessen. Aber ohne Bart. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis? Ich bestell für dich. Ich habe eine Idee. Ich such den Laden aus. Ne? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, habe ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Bass? Bass? Willst du mich echt verarschen? Na gut, ab. Polizei, wir kommen rein! Ja, ja, hat dein Maul. Ich mach jetzt hier rein. So, ab geht's hier, Motherfucker. Und weg von dem Tisch. Die falsche Tür. Die falsche Tür. Mhm. Warum wissen wir, dass hier die Drogen sind? Was ist das denn hier? Wir können über alles. Ja, was ist das? Ah, Scheiße. Komm hier, Drogen hier alles. Nee, ich darf das. Ich bin Bulle. Ah, ja. Was sind die denn hier alles? Egal, nehme ich dich fest.
Schön die Hände oben Kollege, lassen. Und langsam. Du bist ganz schlecht hier. Langsam. Ganz schlecht. Ganz langsam. Du machst deine Riesenfehler, Mann. Wir sind doch alle Freunde. Alle meine Freunde. Umdrehen. Ganz so langsam. Verdammte du bist auch scheiße. Das weißt du ja wohl. Das ist doch ein einziger Witz hier. Nee. Morgen früh bin ich wieder draußen, Bulle. Ey. Verlass dich drauf. Keiner nennt mich Bulle. Guck's auf mich. What the fuck, bitch? Ich knall dich ab. Oh, du Wichser. Oh, Kopfschuss. Ey, wo ist der? Hä? What the fuck? Da bist du. Na, das ist aber schnell eskaliert. Was war das denn? Hast du die Tür nicht gesichert? Ich mach die Festnahmen. Du solltest hier aufpassen. Egal, war aber hier keiner. Ich such die Leiche. So. Vielleicht findest du raus, was die vorhaben. Wo sollen wir Leichen suchen? Ach, hier haben wir mal was. Bingo. Was hast du? Brieftasche, Ausweis. Sagt dir das was? Nein, sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum Kubaner. Wer hat Hunger? Hey, stehen bleiben! So, jetzt geht's ab, mein Motherfucker. Jetzt suchen wir den Wichser. Keine Bewegung! Hände hoch! Ist ja. What the fuck, aus dem Fenster auch noch? Ja, fährt auch noch so einen komischen Chef. Ist schön hier die alte Bullen verfolgen. Oh, voll geile Musik. Oh, ich fahre hier Bullkarre. Ah, jetzt hab ich. Wow, jetzt hab ich gegen den Bus gefahren. Ecke. Was ist der Driften kann, Alter? Ich kann noch nicht durchgehen. Wow, wow. Guck mal, der driftet hier über die ganze City, Alter. Mei, Alter, wie der driften kann, Alter. Ich schwör. Ja, fahr mal hier durch. Folgt dich hier wieder. Motherfucker. Junge, du bist ganz schlecht hier. Guck mal! Driften, Alter, ich höre. Guck mal hier, drift, Alter. Wir sind nicht bei Tokyo Drift. Oh, ganz schlecht hier. So, Motherfucker, jetzt kriegen wir dich. Guck mal, wie kann der treffen mit dem Reifen so schön? So eine Scheiße hier, aber egal. Komm ich. Du Nigger. Ein schwarzer bist du. Du hast das Recht zu schweigen. Leck mich verdammt. Oh, den Spruch kennst du schon, hä? Ende im Gelände. Jetzt kommt so ein Intro. Voll geil. Ich hab wie so ein. Wie so eine Serie. Voll geile Musik. Warum gibt's das nicht so als Serie? Ein Schulabkommen. Schule. Naja, egal. Schule oder Schulde. Naja, egal. Nach einer Razzia in einem Overtown-Hotel gibt es 5 tote Verdächtige und eine Festnahme. Mann. Das ist diese Woche schon der 4. Zwischenfall mit Drogengewalt in Miami. Wir schalten jetzt live zu einem Sky 5 Exklusivinterview mit Captain Julian Doss.
Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Ach, bitte mit rosa T-Shirt. Stoddard, du kriegst eine Sonderkommission. Mendoza und Dahl in mein Büro. Hallöchen. Ein Japan. Ihr zwei kennt euch? Nein. Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Setzen. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Deinem Fang zufolge stammt es von Tyson Letchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bringt ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Hä? Ihr macht das schon. Was war Desaster? Schönen Tag. What? Ich mag die Japanerin sogar. Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind oh, nicht der auf Tyson voll an. Aber manchmal Leute. Verschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Mal, wir fahren über die Linie. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr zwei Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Dann lass uns sauber machen. Das ist doch unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob machst. Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Hey, Pfoten weg von der Scheibe. Oh Mann, auch schon wieder. Durfte ich 5 Dollar kriegen? Nennen wir es Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute. Schön aufpassen. Arschloch! Ja, zeig ich dir gleich auch an. Weißt du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Echt? Sozialer Aufstieg, ne? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg. Ja, so in etwa. Was ist los? Sicher, was mit Drogen? Durchsuchung, lehne ich ab. Hinreichender Verdacht, Vollidiot, mir egal, was du ablehnst. Hey, Gooseman, wer ist denn das? Unser alter Freund Hux. Hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hux, wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, der war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Gooseman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, ne? Nein. Havanna. Wow, wie bist du abgehauen? Mit meiner Mom. Ziemlich taffe Lady. Und dein Vater? Keine Ahnung. Hab ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Wer mir war auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Geile Scheiße. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Geile Scheiße. Weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Rechnung herkriegen? Weiß man nicht, Frau. So ist das.
das hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Viel Erfolg. Fick dich! Sag mal. Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. Ja, ein SWAT-Team. Genau. Ein SWAT-Team. Was haben wir jetzt hier? Komm. Wenn wir mit dem Wagen anrücken, gibt es nur Ärger. Na gut. Hier 13. Wir steigen aus. Die Stadt hat das Viertel abgesperrt. Es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. Der Typ, den wir suchen, hängt hier normalerweise rum. Das? Hey, Officer, pass mal eben auf mich auf. Ja? Das ist Kollege. Okay, das ist der Kollege. Spaß, Alter. Mein Body ist mein Ein und Alles. Okay, der sieht doch scheiße aus, richtig. Weil Kollege hat voll die Pumpe und der hat so einen Scheiß. Nur ein verkackten Satz, Alter. Ja gut. So ist das Leben. Mein Kollege ist. So. Ja, ich war lange nicht mehr hier. Geh du voran. Fuck. Was ist denn das da in deiner Hose, Officer? Thomas, soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich finde. Und ob du das weißt. Ruben, stopf ihm endlich das Maul. Und pack das in den Tüte. Moment. Ich hab gar keine Tüte. Die Panerin weiß alles. Spiel ich nicht Schach? Oh, cool. Schach spielen die auch im Viertel. Was ist los? Oha, okay. Ihr habt keinen blassen Schimmer. Hände hoch. Zügen Sie Marco um die Verdächtigen zum Zweck. Halten Sie die Waffe auf. Um den Kontrolle zu. Okay. Fall 1, mein Freund. Halt! Was soll das denn? Miami PD. Wir hätten da ein paar Fragen. Yo, Detective. Wer ist das denn? Mein neuer Partner Briggs. Wir spielen böser Kopf, ganz böser Kopf. Oh. Mein Freund Tab. Wo steckt er? Mann, leck mich! Okay, ganz böser Kopf also. Nick, schnapp ihn dir. Das wäre aber jetzt ganz schlecht. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Ist klar. Freund und Helfer am Arsch, ey. Er chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo. Wie denn? Ich kenn meine Rechte. Ja. Echt? Was, lässt den einfach hier? Ist das wirklich klug? Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf den. Los, Tabs Couch ist in den Arcola Sozialbauten. Da ist er sicherlich lang. Okay, gehen wir einfach hier mal durch. Ups. Jetzt habe ich das auf Fehler gemacht. Eigentlich soll ich, glaube ich, da gar nicht durch. Komischer Typ, Alter. Ganz, ganz, ganz komischer Typ. Sag ich mal.
Wir laufen nochmal zu. Die Frau tänzt halt dahin. Tipps, Leute. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm. Okay. Laufen wir da hin, die kleine Schlampe. Okay. Ah, okay. Partner? Weiß nicht, wovon du redest. Aber Junge. Okay, komm. Ich bin sehr brav. Okay. Ja, die Frau macht da ja überhaupt nichts. Geh durch. Na, besten Dank. Übrigens, der Desaster-Kommentar. Eine haarige Situation, aber du hast's geschafft. Battlefield, yeah. Was hältst du eigentlich von Starlight? Wir waren nur kurz Partner. Er ist ein Elefant. Die Welt sein okay. Okay, alles klar. Was denn jetzt? Darryl? Hä? Ich glaube, da ist was runtergefallen. Wenn die Klima kaputt geht, oha. Ich meiner Schwester. Wenn sie kaputt geht. Willst du mich. Hey. Junge! Ich komm da nicht durch, da dreht er sich um. So eine Scheiße, Junge. Hab ich noch nie gesehen. Versuchen wir es nochmal. Also, Leute. Einfach umdrehen. Macht doch keinen Spaß mehr, sowas zu zocken. Ich glaube, da ist was runtergefallen. Noch Glück gehabt. Warum ist die Frau nicht erwischt worden? Tja, so ist das. Rihanna so ein bisschen, glaube ich. Bling auf der einen. Okay. Da vorne ist Tab. Aber um an den vorbeizukommen, müssen wir mindestens einen ausschalten. Was sollen wir sie trennen? Ja, yeah, okay. So, habe ich den voll K.O. geschlagen. Namen Ted, bleib hier, ich krieg dich sowieso. Wieder tänzelt. Wir suchen Tyson. Bist du ihr neuer Partner? Und wie ist Karate mit dir? Ich mach Krav Maga. Karate ist Esoterik-Scheiß. Du bist krass. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Ah. Hey, Tyson. Tab, wo ist er? Viele Leute suchen Tyson. Ihr wisst doch Bescheid. Er taucht ab.
Die Lebenserwartung ist in der Szene gerade nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht meine Gehaltsklasse, Fidel. Nick, nimm ihn fest. Das wurde auch Zeit. Hallo, geht dir mal sowas eine Art Bulle? Anfangs ja, und dann wird's öde. Tab. Ich bin schockiert. Ich hab ein Rezept dafür. Es gibt einen Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der Mülltonne um die Ecke. Der Kleine, der gerade abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Im Ernst, für diese Scheiße ist er viel zu jung. Und deshalb bist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Tja. Was soll ich für euch tun? So, was ist denn? Kriege ich hier